Liebe Freundinnen und Freunde, Bauen, Wohnen, Verkehr, ein Riesenbereich und ein Bereich, wo man vieles falsch machen kann. In den Zeiten der letzten Landesregierung hat sich das gezeigt, insbesondere im Bereich Bauen und Wohnen, das Motto Privat vor Staat mit dem Verkauf der LEG-Wohnungen, um daran zu erinnern, mit dem Abbau von Mieterinnen und Mieterrechten, und mit einer ganz erheblichen Ausräumung des Wohnungsbauvermögens der Wohnungsbauförderungsanstalt des Landes, alles Punkte jenseits des Verkehrs, die hohe Ärgernisse waren. Und auch da gilt, ähnlich wie im kommunalen Bereich vorhin, wir werden das rückgängig machen. Wir werden die Kündigungssperrfristverordnung wieder einführen. Wir werden die bewährten Instrumente stärken, wie zum Beispiel die Zweckentfremdungsverordnung. Wir werden aber auch im Wohnungsbauvermögen dafür sorgen, dass das, was noch da ist, in Zukunft für den Wohnungsbau ausgegeben wird. Und das ist keine Petitesse. Es sollte 1 Milliarde jährlich sein. Und es sind nach heutigem Stand nur noch 800 Millionen, die dem Wohnungsbauvermögen jährlich als revolvierenden Fonds zur Verfügung stehen, innerhalb der NRW-Bank. Und es wird wichtig sein, dass wir die richtigen Schwerpunkte wählen. Und ich bin froh, dass wir uns zusammen auf Schwerpunkte verständigt haben, die ich kurz darstellen will. Erstens, wir werden uns vor allen Dingen um den Sozialwohnungsbau und um den gebundenen Wohnungsbau kümmern, denn es ist so, dass gebundener Sozialwohnungsbau in den nächsten Jahren und Sozialwohnungen in den nächsten Jahren in den großen Städten dramatisch abnehmen, wenn da nichts passiert. Zweitens, wir werden uns darum kümmern, dass energetische Sanierung vorangetrieben wird. 200 Millionen von den 800 Millionen sollen im Jahr 2011 in diesem Bereich ausgegeben werden. Und drittens, wir wollen uns darum kümmern, dass, wenn überhaupt noch Eigentumswohnungen gefördert werden, insbesondere auch im ländlichen Raum, dort, wo der demografische Wandel besonders zuschlägt, dass auch dort vor allen Dingen die energetische Sanierung finanziert wird. Denn es ist so, dass, wenn ältere Menschen vor der Überlegung stehen, ob sie ihre Wohnung noch energetisch sanieren, sie sehr oft für sich selber keine Rentabilität entdecken und ohne Förderung das nicht machen. Also wenn wir da CO2-Minimierung im Wohnungsbau oder im Gebäudebestand tatsächlich realisieren wollen, geht das nicht nur bei den Sozialwohnungen, sondern muss auch an der Stelle im privaten Bereich geschehen. Deswegen nicht mehr in den Neubau investieren, aber in die energetische Sanierung. Der ÖPNV, um die Themen alle kurz zu streifen, auch ein Thema, was bei der Autovorrangpolitik der alten Landesregierung zu kurz gekommen ist und wo das Land Nordrhein-Westfalen, wo die Verbünde im SPNV und ÖPNV erheblich gelitten haben. Der Kürzungsdruck wurde über das neue ÖPNV-Gesetz weitergeleitet und wir haben uns vorgenommen, dass wir uns erstens beim Bund dafür einsetzen, dass bei der Fortschreibung im Jahr 2013 wir eine bessere Verteilung der Regionalisierungsmittel für dieses Bundesland, was deutlich benachteiligt wird, erreichen wollen. Und wir wollen das unter anderem erreichen, indem wir einen Netzzustandsbericht machen und indem wir eine Mängelanalyse machen und von daher dann auch auftreten können gegenüber der Bundesregierung mit Argumenten, warum das Land Nordrhein-Westfalen wirklich grob benachteiligt wird. Wir wollen die Schülerbeförderungsmittel, die für den ländlichen Raum, für den Busbetrieb eminent wichtig sind, wieder deutlich erhöhen. Die hat die alte Landesregierung zusammengestrichen und das ist für den Busverkehr im ländlichen Raum hochdramatisch gewesen. Wir werden einführen und auch mit Finanzen in Höhe von 30 Millionen hinterlegen Zuschüsse für ein Sozialticket in NRW. Wir haben dann nicht nur geredet, sondern wir handeln auch. Und wir werden, und zwar nicht, weil wir den RAX nicht wollen, sondern weil wir in den nächsten Jahren Stück für Stück vorankommen wollen, uns zusammen mit der Bahn und den Verbünden darum bemühen, dass wir sinnvolle Abschnitte bilden, die einen eigenen Verkehrswert haben, auch wenn das Gesamtprojekt noch nicht realisiert ist. Denn nur so werden wir in den nächsten 5 Jahren tatsächlich auch Erfolge vorweisen können für die Fahrgäste und für die Menschen, die das System benutzen. Wir werden einen SPNV-Beirat einrichten und wir werden uns insgesamt mit den Verbänden und Verbünden tatsächlich zusammensetzen, um Fortschritte auch bei dem Tarifübergang zwischen den einzelnen Verbünden zu erreichen. Liebe Freundinnen und Freunde, das war der harmonischere Teil. Kommen wir zu dem Teil, der nicht ganz so harmonisch von Anfang an war, Straßenverkehr und Luftverkehr. Ihr wisst, es ist ja kein Geheimnis, deswegen darf man es an der Stelle auch noch mal sagen, SPD und Grüne sind sich in vielen Bereichen näher als in diesem Bereich oder in diesen beiden Bereichen. Und trotzdem, auch hier hatten wir es mit einer anderen SPD zu tun,
als der, von dem mir früher geschildert wurde und von der ich ja das ein oder andere mitbekommen habe. Wir haben hart verhandelt, aber wir haben uns, glaube ich, am Ende fair verständigt. Wir werden im Straßenbau die Mittel sukzessive umschichten hin zum Erhalt, denn da sind sie bitter nötig, weil wir ganz erheblichen Verschleiß haben. Wir werden den Neubau zurückschrauben, aber das geht auch nicht von heute auf morgen in riesigen Summen, denn wir haben 170 Millionen gebundene Mittel im Straßenneubau im Landesbereich, im Landesstraßenbereich, und es wird erst nach und nach und sukzessive gehen, aber wir werden das sehr hartnäckig verfolgen und wir werden dafür sorgen, dass auch Mittel in der Planung nicht mehr immer weiter investiert werden für Planung, für Straßenbau, weit über diesen gebundenen Teil, der bereits Baurecht hat, hinaus. Denn das folgt dann immer, dem folgt dann immer auch der Bau. Erst wird geplant, weil man nichts anderes zu tun hat, und dann wird gebaut. Wir werden Ähnliches bei den Bundesstraßen machen. Da ist seit 2003 der Bundesverkehrswegeplan mit sogenannten nicht disponiblen Straßenmaßnahmen, damals Rot-Grün im Land und Rot-Grün im Bund, festgelegt. Die werden wir weiter abwickeln. Aber wir werden alles tun dafür, dass darüber hinaus keine Mittel mehr in Straßenneubauplanung hier im Landesbetrieb investiert werden, wie das diese Bundesregierung in Berlin noch will, teilweise aus der Stufe 2. Und ich glaube, dann hätten wir einen ganz erheblichen Fortschritt. Wir haben uns ganz bewusst entschieden, um jetzt keine Aufregung in die eine oder andere Richtung zu schaffen, nicht Einzelprojekte im Koalitionsvertrag aufzuführen. Aber wenn wir uns an diese Vorgaben halten, wird das im Straßenbau eine deutliche und signifikante Umorientierung an vielen Stellen gehen, zumal wir auch vereinbart haben, dass bei umstrittenen Projekten Netzlösungen, alternative Netzlösungen, nicht alternative Trassen, durchgeprüft werden, bei denen auch die Fragen im Vordergrund stehen, ob man nicht mit ÖPNV-Ausbau an der einen oder anderen Stelle auch mehr erreichen kann. Lasst mich, es ist ein Riesenbereich, ich bemühe mich, es schnell zu machen, ein paar Takte zum Luftverkehr sagen. Dass die SPD und wir im Luftverkehr nicht, sagen wir, kongruent in den Inhalten laufen, ist bekannt. Die SPD will ein dezentrales Luftverkehrskonzept, wir wollen eine Konzentration. Die SPD wünscht möglichst wenig Einschränkungen für Betriebszeiten und Ausbau an vielen Stellen, wir wünschen das nicht. Unsere Strategie und unser Vorgehen war das, dass wir uns an dem ausgerichtet haben, was für die Menschen vor Ort rund um die Flughäfen das Wichtigste ist, nämlich tatsächlich hin zur Nachtruhe, weg von den immer weiteren Umläufen hinein in die Nacht. Und das war das, worum wir verhandelt haben, weil es zuvor das im Übrigen auch definiert, ob ein Flughafen sich immer mehr ausweitet oder nicht. Ich komme gleich zum Schluss. Ja, ich habe eben, glaube ich, bei Kommunales ein bisschen rausgeholt und jetzt ist so ein Riesenbereich, da mache ich noch 2, 3 Sätze. So. Also, wir haben Betriebszeiten in der Einschränkung, die wir anstreben für alle Flughäfen von 23 bis 6 Uhr. Das ist eine ganz deutliche Verbesserung. Außer bei Dortmund, da bleiben wir bei 22 bis 6 Uhr, nicht wie die SPD gewünscht hat darüber hinaus. Außer bei Düsseldorf, da bleibt es bei den Einschränkungen im Start ab 22 Uhr und nicht wie die SPD gewünscht hat. Der Angerland-Vergleich wird akzeptiert. Wir wollen überprüfen, ob wir nicht die Stundeneckwerte zurückschrauben können und wir werden die Verspätungs- und Überschreitungslüge anders sanktionieren als bisher und wirksam sanktionieren. Und wir haben, darauf bin ich besonders stolz als jemand, der aus der Kölner Region kommt, das Nachtflugverbot für Passagiermaschinen, was seit 1997 rot-grün vereinbart ist, fest in diesen Koalitionsvertrag hineingeschrieben. Und die entsprechenden Schritte werden wir sofort einleiten, noch in diesem Jahr von 0 bis 5 Uhr. Und ich denke, auch da geht es weiter. Wir haben noch eine Reihe von anderen Vereinbarungen zu den Flughäfen getroffen. Die könnt ihr alle nachlesen und nachfragen. Und dem Wunsch der Versammlungsleitung folgend, um meinem Herz an der Stelle einen Stoß geben, mache ich jetzt nicht mehr zu Luftverkehr, sondern damit Schluss. Also ich denke, wir können uns im Verkehrs- und Wohnungsbaubereich sehen lassen. Es ist ein Vertrag mit deutlich grüner Handschrift und auf Augenhöhe zur SPD. In diesem Sinne bitte ich euch um eure Zustimmung und wünsche uns zusammen viel Glück bei der Umsetzung. Denn das ist nur ein Vertrag und die Umsetzung ist das Entscheidende.